Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Leider Gottes ist der letzte Part im Moment, ja, hochgeladen ist er zwar schon, aber noch nicht veröffentlicht. Deshalb kann ich noch nicht darauf eingehen, was ihr von diesem tollen Gebild ihr haltet. Also, sieht ja total toll aus, bestimmt. Und ob ihr da bessere Tipps für mich habt, wie auch immer. Konnte ich jetzt noch leider noch nicht nachschauen. Ach hier, das sind unsere tollen Fails mit der mit dem ja, sag schon. Terrain-Werkzeug. Hier mit dem Terrain hoch und runter heben. Ich glaube, das lasse ich auch. Da bin ich ja total schlecht da drin, ne? Aber ich werde auf jeden Fall so schnell wie möglich versuchen, darauf einzugehen, was ihr euch hier vorstellt oder wie auch das Western-Team aussieht. Ob das gut aussieht, wenn das hier so mittendrin ist zwischen der Kartbahn und so weiter. Ja, mal gucken. Ich habe mir jetzt für diese Aufnahme auf jeden Fall eine Umkehrtherapie. Hat Türen, die sich nicht öffnen lassen. Ich habe doch einen Mechaniker. Ich habe sogar, glaube ich, mehrere Mechaniker. Wie viele Mechaniker habe ich denn? Eins, zwei. Zwei Mechaniker. Die werden wohl für den kleinen Park, den wir momentan noch haben, reichen. Später werden wir mehr Mechaniker brauchen, aber die reichen jetzt erstmal. Okay, es könnte ein kleines Problem geben, wenn hier im Western-Bereich ein bisschen was kaputt geht. Da müssen sie ja von hier drüben darüber laufen und das könnte dann schon eine Weile dauern. Aber leider geht es ja nicht mehr wie in den alten Rollercoaster Tycoon Teilen, da konnte man nämlich ja das Personal bestimmen, wo es lang läuft. Also das Personal bestimmen konnte man auch so, ne? Wie man es hier auch kann. Aber bestimmen, wo es lang läuft. Das geht hier jetzt leider nicht mehr. Wenn ich hier mal ein paar Schönheitsausbesserungen mache. Ja, sieht schon ein bisschen doof aus hier mit dem ganzen Grün noch, aber naja. Das lassen wir jetzt einfach so stehen, hoffe ich. Weil ich habe jetzt persönlich nichts gefunden, wo man jetzt das Grün in irgendwie Sand umwandeln kann oder so. Leider Gottes. Was ist eigentlich das? Kamera bewegen während Bearbeiten umschalten. Aha, okay, interessant. Was? Mehr Essensstände? Haben wir nicht genug? Hier, wir haben hier zigtausend Essensstände. Also, sie sollen mal die Augen aufmachen. So riesig ist der Park jetzt auch wieder nicht. Apropos Essensstände, wir müssten nochmal für das Western-Team ein paar Essensstände bauen. Fällt mir da gerade so auf. Auf jeden Fall wollte ich mal einen kleinen. Ja, so eine kleine Ruhezone wollte ich einfach mal bauen. Und ich weiß jetzt nicht. Ich wollte hier eigentlich mal was unterirdisch bauen. Jetzt haut ein bisschen leiser drehen hier. Aber im Headset. Ich wollte eigentlich was unterirdisch bauen, aber ich weiß leider nicht mehr, wie das korrekt ging. Also hochbauen ist klar, ne? Aber runterbauen. Schade. Also können wir nur hochbauen, nicht auch unterirdisch bauen oder was? Weil ich habe in Rollercoaster Tycoon 3 noch nie versucht, einen Weg unterirdisch zu bauen. Das fände ich mal richtig cool, wenn der Weg jetzt hier einfach unterirdisch unter die Kartbahn lang gehen würde. Aber scheinbar geht das nicht. Das ist ja nicht so doll. Dann müssen wir es halt oben drüber bauen. Auch wenn mir das jetzt gar nicht so in den Kram passt. Aber haben wir eine Wahl? Ich glaube eher nicht. So. Weil ich möchte eine kleine Ruhezone bauen. Ich finde, das sollte jeder Freizeitpark haben. Auch so eine kleine Ruhezone. Einfach so ein. Ja, so einen kleinen Park, wo man sich mal erholen kann von dem ganzen Strapazen des Freizeitparks-Daseins. Aber da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass das auch eine Ruhezone bleibt. Also nicht, dass hier links und rechts dann Freizeitpark ist. Also ich werde versuchen, die ganzen Teams ein bisschen fernzuhalten von der ganzen Sache. Und ja, ich glaube, wir bauen erstmal so. Das müsste jetzt weit genug weg sein, weil hier ist Ruhe. Himmlische Ruhe ist hier. Und da werden wir erstmal.
erstmal einen kleinen Weg, so einen Standardweg bauen. Damit wir schon mal wissen, wie groß der Park. Der Park im Park. Wie groß der Park sein soll. Ich denke, das reicht. Und da wird man dann jetzt ein paar Bäumchen hinpflanzen. Vielleicht noch einen See hinknallen. Mal gucken. Na doch, einen See wird man auch noch hinmachen. So. Boah, ich hoffe, das ist groß genug. Irgendwie sieht das total klein aus. Aber gut, ich will jetzt auch nicht den Riesenpark bauen, weil es soll zum größten Teil sich um unseren Freizeitpark drehen. Und damit alles ein bisschen abgeschottet ist, so ein bisschen, baue ich jetzt mal ein paar Bäume hin. Aber welche Bäume würden am besten passen? Ja, die Standardbäume, ne? Die würden da am besten passen. Nee, das große Eiche, die eher. Genau, da knallen wir hier die großen Eichen hin. Zack. 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 Und hier noch einer. Dann hier noch einer. Natürlich werden ja jetzt noch mehr Bäume hinkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die großen Eichen da hinkommen. Dann, sonst ist er ja gar nicht abgeschottet. Und die kommen auf jeden Fall schon mal hin. Jetzt irgendwie. Oh, perfekt. So, erstmal die leeren Felder hier noch ein bisschen ausfüllen. So leer. Das wirkt immer noch nicht so wirklich abgeschottet. Deshalb knallen wir hier noch mal ein paar kleinere Bäume hin. Das wirkt schon ganz gut abgeschottet. Da kann ich auch keine weiteren Bäume hinmachen. Ja, sieht jetzt auch doof aus, wenn hier nur die gleiche Baumsorte steht. Das belasse ich mal. Hier baue ich vielleicht hier noch einen hin. Hier habe ich so einen ollen Busch vergessen. Jetzt habe ich den ganzen Baum weggerissen. Ne, wo war sie hier? Die große Eiche. Was haben wir da jetzt hingesetzt? Eine große Eiche, Haselnussstrauch. Ach, der passt. Moment, da weg. Genau. Genau, in die Mitte setzen wir jetzt noch einen kleinen See. Mit Wasser füllen? Nee, ich will eigentlich das Terrain absenken. Ja, jetzt, ich hab's gerade eben gesagt, ja, ich benutze das, den Scheiß nicht mehr. Aber wenn wir da jetzt eh einen See reinsetzen, fällt das dann eh nicht mehr auf. So, ich hoffe. Mit Wasser? Ach so, ja. Na, es geht doch. So scheiße sieht's doch jetzt gar nicht aus. Mit dem See. So, dann lass mich mal gucken. Wir könnten jetzt hier. Nee. Oh, jetzt habe ich den Baum wieder weggerissen. So eine Scheiße hier. Mann. Das ist echt nervig. Oder Strauch, wie auch immer. Baumstrauch. So, machen wir es denn hier aus? Was?
Auszeichnung, beste Zuverlässigkeit. Ne? Das sah am Anfang der Aufnahme jetzt nicht so aus. Jetzt hätten wir die beste Zuverlässigkeit. Nee, das ist nicht so. Wir müssen tatsächlich hier anfangen. Zeit, wie es gut aussieht. So, das baue ich noch ein bisschen anders. So baue ich das. So, so. Genau. So, da haben wir hier mal kurz was über das Ding. Konnte ich hier nicht gerade? Ja, hier, ne? Geht da? Ne, das geht nicht so. Schade. Moment. Vielleicht noch eine Brücke drüber bauen? Kann man? Ja, kann man. Zack, und jetzt Krater. Moment, noch ein Stückchen tiefer. Man soll auch die Nähe zum Wasser haben. Kann man das so? So. Ah, tiefer geht's nicht, ne? Nee, nee. Tiefer geht's nicht. Genau. Jetzt mal so ein bisschen die Nähe zum Wasser. Jetzt geht's hier wieder hoch und dann. Ach Mist, das muss schon früher hochgehen, ne? Oder geht das so? Würden die da jetzt, würden die es jetzt hinkriegen, dass die da jetzt, ja, das müssten sie hinkriegen. Ich hoffe, das kriegen sie auch hin. Moment, wie macht man das hier? So. Ich hoffe, das kriegen sie auch hin, da dann drüber zu laufen. Wenig gibt's Ärger. Das sieht jetzt auch doof aus, dass hier nochmal hoch geht und dann runter und hier nur hoch. Ist auch bescheuert irgendwie. Moment, mal versuchen, es anders hinzukriegen. So. Ach nee, hier geht's ja. Ja, okay. Versuche ich es mal anders. Versuche es mal hier. Das sieht dann ein Stückchen besser aus. Ja, das. Ich glaube, das lassen wir so. Auch wenn hier jetzt so ein Stückchen ist, aber naja. Was soll's? So. Wir brauchen jetzt ein paar Parkbänke. Holzbank. Damit die Leute sich da schön entspannen können. Na komm. Leute sich ja auch hinsetzen können. Ach, hier können wir keine bauen. Können wir da Mülleimer hinbauen? Sag mal. Bestimmt. Doch, können wir. Ich wollte sagen, bestimmt nicht. Aber es funktioniert. Dann bauen wir hier nämlich Mülleimer hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Selbstverständlich wollen wir hier auch Geld verdienen. Deshalb gibt's auch hier die verschiedensten Läden. Pommes Fritz, nee, nee, nee. Zuckerwatte ist immer gut. Verkauft sich immer gut. Obwohl ich persönlich mag Zuckerwatte ja nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wie, ja, als würdest du einfach nur auf Zucker rumkauen. Deshalb ja auch Zuckerwatte, ne? Und das mag ich überhaupt nicht. Gibt's ja eigentlich auch sowas wie Kaffee? Ach, da müssen wir bei Getränken gucken, ne? Kaffee, genau. Kaffee trinkt man doch immer gerne im Park. Donut, Hotdog. Hotdog ist auch gut. Hotdog ist auch gut. Bauen wir auch hin. Boah, was könnten wir noch so bauen? Ich weiß nicht, Souvenirstände, machen die sich hier gut oder ich weiß es nicht. Ja, es würde dann eher alles zu Schwimmbad passen. Standardstand mit Reklametafeln. Rotierende Reklametafeln, Streifenshirts, Verkaufsstand mit aufblasbaren Artikeln. Nee, das passt dann alles mehr in Richtung Schwimmbad.
Allerdings sowas wie eine Information können wir trotzdem mal aufstellen. Wo fängt es an? Hier fängt es an. Da stellt man nämlich gleich hier am Anfang eine Information auf. Am Anfang des Parks. Es kommen noch keine Besucher, Gott sei Dank. Schirme, Toiletten. Brauchen wir auch. Im Park. Hier gibt es auch Toiletten. Was könnten wir noch so bauen? Ach, wir könnten so viel bauen. Eis, Eis. Ja klar, im Park Eis essen. Natürlich. Das Wichtigste, mit das Wichtigste, neben Kaffee. Im Park Eis essen. Hähnchen, ja nicht unbedingt. Karamelläpfel, auch immer gut. So, sie haben bestes Essen. Ja, jawohl, ja. Das beste Essen gibt es nur in Ben's Park. So wie es auch gehört. So, haha, so ein paar Stände haben wir jetzt. Wie könnten wir die Landschaft noch ein bisschen ausdekorieren? Natürlich mit einem Brunnen wahrscheinlich. Gibt es hier nicht auch noch größere Brunnen? Delfinbrunnen ist schon mal gut. Frauenstatuebrunnen. Frage ist nur, wohin mit dem? Ich habe da so eine Ahnung. So eine Ahnung. Moment, da bauen wir jetzt. Genau. Schönen Weg drumrum. Genau. Und jetzt bauen wir dort Bänke hin, damit die Leute sich auch schön am Brunnen setzen können. Holzbank, hier haben wir es doch. Zack, 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 zack. So, und hier noch. Und da noch. So, hört man da schon mal einen Brunnen? Und wir gucken gleich weiter, was es sonst noch so gibt. Froschbrunnen. Ja, gut, nee. Mhm. Oh, gibt's hier nicht so richtig schöne große Brunnen, sag mal? Ja, gut, der Oktopusbrunnen, ja, der ist wirklich ziemlich groß. Aber den wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal bauen. Pegasus-Spritz. Oh ja, das ist gut. Der ist aber schon wieder fast zu riesig. Aber ich wollte ja einen großen Brunnen, ne? Da war ja was. Wir gucken mal. Den kriegen wir auf jeden Fall hier hin. Wenn ich mal das Klo erstmal wegreißen muss, oder? Und den Weg wahrscheinlich auch ein bisschen umgestalten muss. Aber wir kriegen es hin. Pass auf, da gestalte ich den Weg jetzt nochmal ein bisschen um. Hier, der Weg wird auch ein bisschen anders verlaufen. Erstmal den Brunnen hinsetzen. Danach können wir ja immer noch den Weg neu setzen. Wo war es jetzt? Hier war es jetzt. Den möchte ich mir jetzt auf jeden Fall bauen, den großen Brunnen. Zack. Jawohl. Das sieht doch schon mal nach was aus. Ja, du, jetzt kann man den Weg hier nicht mehr. Wir könnten natürlich so bauen. So, so. So. Jetzt einmal bitte nach drüben. Und jetzt verbinden. Geht das? Ja, das geht. Ah, jetzt kommen die. Ach, verdammt. Ja gut, müssen wir das auch ein bisschen umbauen hier. Zack. Und jetzt darüber, genau. Stört die Bank und die Bank auch.